Hallöchen und willkommen zurück bei Mini Ninjas. Und wir sind in einem Baum. So, hier sind so ein paar kleine Häuser eingeschaltet. Das ist ja blöd. Ich wollte mal ganz kurz checken, wie es denn aussieht hier mit... Was ist das hier eigentlich? F2. Schwer und mitunter schmerzhaft zu bekommen. Ist normalerweise ein Bienenstöcken an Bäumen und sofern regeneriert dein Ki und deine Gesundheit. Neues. Wie viele Zutaten haben wir denn hier? Reicht für 11 Tränke ein starker... Ach nee, das ist Rülpstrank, Ginsengtrank. Reicht für nochmal 13 Tränke. Also 11 und 13, das ist in Ordnung. Nochmal 11 Heiltränke, wären wir bei 24 und 28 Ginsengtränke. Boah, das soll dann reichen für den dicken Chef, ne? Übrigens nochmal mein Mikrofon ein bisschen richten. Da hinten brennt es schon wieder. Na sowas. So. Und ein Glück, dass wir hier alles weiß haben. Da ist hier nämlich so ein bisschen gewährleistet, dass wir hier ein paar Sachen gleich aus der Ferne auch sehen. Ich werde natürlich trotzdem sehr viel übersehen, ne? Also... Macht euch da mal keine Hoffnung. Ich glaube, es wird kein Level geben, was ich komplett abräumen werde. Abgesehen davon, dass wir jetzt so langsam eher Richtung Endboss gehen, ne? Wir haben ja seine 4 Wächter besiegt. Und ist da noch was? Nee, das sind bloß Bäume. Das war einfach nur Fahrt zum Lagerplatz. Ja, das war einfach nur von dem Baum eine Grafik. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja jetzt gemerkt habe, wie man die Tränke herstellt, indem man einfach die Schriftrolle hin und her bewegt, bin ich ja doch ein wenig darauf bedacht, hier doch so ein paar mehr Sachen zu finden. Gerade was für Heiltränke und so ist. Geht's gar nicht weiter. Na, sowas aber auch. Aber hier komm ich hoch. Ha! Bringt uns bloß nichts. Ja, also. Ne? Ich habe ja schon so ein bisschen Schiss vor dem letzten Fight. Aber nur so ein bisschen. So ganz kleines bisschen, ne? Und warum passiert hier nichts? Ich meine. Irgendwas hier sollte doch passieren. Okay. Echt niemand. Hier sind zum Teil Zelte abgebrochen. Schon fast kaputt. Naja gut, soll uns jetzt nicht stören, aber... Starker Ginsengtrank, vielen Dank. Ah! Sieh mal einer an, wer da aufgetaucht kommt. Aber erstmal wird hier noch alles platt gemacht. Um unsere Stärke zu demonstrieren. Ja, ja. Da ist noch was zum Sammeln. Ach, das war bloß ein Fuchs. Ich wollte sagen, was ist das denn? Da ist die Tigerlilie. Vielen herzlichen Dank dafür. So. Da drüben ist noch ein Käfig. Den nehmen wir doch gern. So, anstatt Erfahrungspunkte hätte ich jetzt mal lieber noch ein paar, Items und so. Wäre mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Ich gehe mal noch ganz kurz hier lang. Die Zeit haben wir ja, ne? Ey, das ist voll eine Penny-Länge. Halt die Klappe. Ich will das so. Aber hier scheint es auch nicht wirklich was zu geben, oder? Schau nochmal so aus der Ferne. Nö. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Naja, dann ziehen wir ja doch nicht das LP in die Länge. Oh. Voll getrickst hier. Was liegt da? Ach so, das ist von dem Überwachungsturm. Das Rest dieses sah gerade so ein bisschen merkwürdig aus, weil es bloß so ein kleiner schwarzer Punkt war. Oh. Na, Hallöchen. Sei gegrüßt, Ninja.
Wirklich erstaunlich, dass du hier bist. Noch vor ein paar Stunden wimmelte es hier von Samurai, aber du scheinst sie alle verjagt zu haben. Na, vielleicht hat der dicke Boss sie auch alle zu sich ins Schloss gerufen. Ich weiß nicht warum, aber sie ziehen sich offenbar in ihr Schloss auf dem Berg dort vorne zurück. Vielleicht kann dir mein Bruder im Tempel weiterhelfen. Ja, den werden wir auf jeden Fall suchen. Vielleicht hat er ja doch noch ein nützliches Rezept für uns. Apropos nützliches Rezept. Da ist noch was. Den nehme ich mir. So, jetzt ist die Frage. Hier nehmen wir auf jeden Fall noch ein blaues Blütenblatt mit. Wo geht er denn hier lang? Ah, guck mal, eine Statue. 1 von 6. Ja, klar. Sonst keine Probleme, oder? Was? Der ist noch nicht tot? Jetzt ist er tot. Ah! 1 und 2 und 3 und tschüss. So. Oh. Oh. Das, Na, geh doch. Oh, jetzt bin ich ja umgefallen hier. Ich bin ja hier nach oben gefallen. Das war ja so überhaupt nicht geplant. Na ja, gut. Was soll's. Früher oder später wären wir eh lang gekommen. Von daher. Noch ein starker Gedenktrank. Sehr schön. Hier gibt's noch eine Klette für uns. Toll, aber da wollte ich jetzt gar nicht runterfallen. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen überrascht. Aber gut, dann gehen wir halt den Berg wieder hier hoch. Hier gibt es noch einen Austernpilz. Na, was ist jetzt hier mit euch? Ich dachte, ihr seid alle ins Schloss zurückgekehrt. Tja, sieht ja wohl nicht so aus, oder? Wir haben ganz schön Leben federn lassen. Das ist gar nicht gut. Ich habe so das Gefühl, mit Thora sind wir ein bisschen schneller unterwegs, oder? Nö, die nehmen sich, glaube ich, nichts von der Geschwindigkeit her. Nö, ich glaube, die nehmen sich nichts. So, wir nehmen erst einmal hier den Schrein. Alte Schlossstraße, na sowas. So, jetzt sind wir hier wieder am Lager. Da trifft sich doch gut. Da können wir doch hier mit Sicherheit den dritten Weg runterlaufen. Ja, ja. Beziehungsweise erstmal können wir ja noch so uns ein paar Kirschen einverleiben. No. Aber jetzt so ein paar Kirschen, ne? Das wäre geil. So. Dies lassen wir liegen. Hier gibt es gar keinen dritten Weg. Oh. Okay. Dann, haben wir ja voll fett verkackt hier. Was das angeht. Oder wie sieht das hier aus? Nee, das ist einfach nur. Das ist einfach nur der Weg runter. Ich dachte, da wäre noch eine Abzweigung, aber dem scheint nicht so zu sein. So, und während wir hier den Berg runterrollen, krabbel ich mir mal am Ohr. Das ist so richtig fies, wenn man ein Headset auf hat und plötzlich krabbelt es einem am Ohr. Muss man die Hälfte von seinem Equipment wieder abbasteln. Aber naja. Was tut man nicht alles für ein gutes Gaming-Erlebnis, nicht wahr? So, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob hier noch irgendwas ist, aber wird schon nichts gewesen sein. Oh, da ist ja schon der nächste Schrein. Wo ist denn da los? Ha! Oha.
Weit! So. Dann gehen wir mal diese gewundene Gasse entlang. So. Ha! Hallöchen. Sehr ist es schreien. But wer ist Windrose? Naja. Das ist übrigens der Tigerschrein oder so. So, jetzt wieder Augen auf im Straßenverkehr, ne? Man weiß nie. Ah! Was wollt ihr denn alle hier? Na, Freunde, wie sieht's aus? So, mal kurz ausruhen. So, und weiter geht's. Tja, Kinders. Blöd gelaufen, ne? Ja. Haben wir jetzt irgendwie ein Blümchen verpasst oder so? Hier auf jeden Fall eine Tigerlilie. Da noch so eine Blaukappe. Ne, ein Bergfeuer. So hieß es. Gehen wir nochmal zurück hier. Oh, Peter, seine Silie. Ah, die dürfen wir auf gar keinen Fall liegen lassen. Die ist wichtig. Von da oben sind wir gekommen. Ich habe so das Gefühl, dass wir die Findrose schon übersehen haben. Aber naja, gut, man kommt ja jetzt nicht ohne Grund immer wieder an ein Levelende. Also sollten wir es verpassen, merken wir es. Ne, spätestens, wenn wir am Levelende sind. So, jetzt nehmen wir uns erstmal das hier noch mit. Gibt nochmal ordentlich Kohle hier. Können wir eigentlich da runterfallen? Ich glaube nicht. So. Die Froschen. Die Froschen haben wir befreit. Dann kommen da die Waschbären dazu. Oh. Hier ist wieder ein Kontrollpunkt. Den nehmen wir doch direkt mal. Schöner Eingang, muss man ja mal so sagen. Halt, Peter seine Silie. Wofür brauchen wir Peter seine Silie eigentlich? Oh, guck mal, Äffchen. Mal eine Klette. Hallo, Äffchen. Oh, Heiltrank. Heiltrank ist immer gern gesehen. Wo ist denn? Ist der See eingefroren? Das ist ja doof. Kann dir aber auch nicht helfen. Ah, ei. Was willst du denn? Aua! Ungeil! Ich hab gesagt, ungeil! Nein! Moment! Lass mich doch mal kurz in Ruhe! Oh, wie ich den Scheißangriff auch nicht abblocken kann, ne? War aber erst einer. Wo ist der verkackte andere? Der ist doch hier mit Sicherheit noch irgendwo. Das waren doch zwei. Ich hab dir doch den einen doch noch gar nicht erledigt.
Oh, geh mal her, den Lachs hier. Der muss doch irgendwo hier sein. Ich weiß es. Ich spüre es im Urin. Ja, ja. Ach komm, wisst ihr was? Wir gehen erst mal hier lang. Wir gehen erst mal hier lang. Wunderschönen guten Tag. Ah! Das sind ja Lanzenträger. Das wäre ja fast daneben gegangen. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir beim Endkampf dann so ein bisschen auf alle Gegner rum treffen werden. Ja, also vor allen Dingen auf die Samurai und hier auf die Dicken. Da habe ich so ein bisschen Schiss davor. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. So, der stille Wald. Das ist eine neue Nachricht. So, aber erstmal den Kontrollpunkt hier aktivieren. Und danach können wir gerne die Nachricht lesen. Habe mich letzte Nacht am Vulkan umgesehen und das Schloss des dunklen Kriegsherrn entdeckt. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Suzume. Die ist ja ganz schön weit gekommen, die Suzume. Hier ist echt so still. Du hörst den Schnee knarzen, wenn er läuft. Das ist voll cool. So. Dies muss zerstört werden. Und dies muss zerstört werden. Und dieser Pilz muss mitgenommen werden. Denn er ist wichtig. Ja, ja. Schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Da ist noch ein Häschen. Das ist schön. Dies tut wenigstens keinem was. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Ginsengwurzel. Könnte auch Peter seine Silie sein. Man weiß es nicht. Nee, es ist eine Ginsengwurzel. So, lass mal hier rumrennen. Aber irgendwie schleicht mich hier so ein merkwürdiges Gefühl, als ob wir beobachtet werden. Deswegen, ich tue auch mal noch nicht hier. Genau das dachte ich mir nämlich! Genau das dachte ich mir! Geh mal hier auf den Sack! Ich hab besseres zu tun. Aua, ich hab gesagt, du sollst nicht auf den Sack gehen. Komm ran. Boah. Junge, du kriegst gleich eine von mir auf die Sack, du, ne? Ja, 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 Schluss jetzt hier. So, das war schon mal Nummer 1 hier. Ja, ja, Ninja, es ist jetzt Feierabend hier. Oh, kriegen wir alle klein, kriegen wir alle klein. Aua. Ich wusste es doch. Ich hab's so gewusst. Ah ja, ich gesagt, dass ich es gewusst hab. Naja. So. Und zum Abschluss dieser Folge gehen wir schon mal noch einen fetten Obstteller essen. Geil. Ich hab irgendwie immer noch Knast. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht gefrühstückt habe und es ist inzwischen gleich 13 Uhr ist. Warum tut man auch sowas? Eventuell liegt es daran, dass ich die ganze Nacht aufgeblieben bin bis 5:30 und Football geguckt habe. Und dann eventuell das Frühstück verschlafen habe. So, jetzt können wir ja hier noch unsere Freunde befreien hier. Hua. Ja, ja. Und wir würden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bei den Mini-Ninjas. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.